Der Markus Hempel ist mittlerweile vielen ein Begriff. Ich möchte heute über den Vater Carsten Hempel sprechen. Der Carsten Hempel ist der Vater von Markus Hempel. Und der Markus wurde in Wittenberg von einem Syrer totgeschlagen. Der Carsten kämpft für Gerechtigkeit. Er kämpft dafür, dass sein Sohn Markus nicht vergessen wird. Und er kämpft dafür, dass der Syrer eine richtige Strafe erhält und nicht nur 2 Jahre auf Bewährung. Carsten ist einer von den ganz wenigen in Deutschland, die sich diesem grausamen und ungleichen Kampf in der Öffentlichkeit stellen. Und er ist auch stark genug und er wird es durchstehen mit Hilfe von uns. Ich lernte den Carsten Hempel in Wittenberg bei der Trauerfeier für seinen Sohn kennen. Der Carsten Hempel ist immer sachlich und besonnen. Er wirkt stark und unverletzlich. Ich weiß aber, wie es in meinem Freund aussieht und ich kann euch versichern, er hat lebenslang. Dazu kommt, dass sich der Carsten auch noch mit Realitätsverweigern, Deutschlandabschaffern und faschistischen Elementen herumschlagen muss, die wo ihm zum Beispiel schreiben, dass die Strafe, die der Syrer bekommen hat, gerecht sei. Die ihn beschimpfen, die ihn verspotten, die ihn verhöhnen, wie zum Beispiel, wo er in Schweinfurt über seinen Sohn berichtet hat in der Öffentlichkeit. Und dann diejenigen, die diesen Syrer auch noch als Ausnahmeflüchtling in diesem kranken Deutschland hochstilisieren. Zu allen denen möchte ich eins sagen: Sprecht mit dem Carsten Hempel persönlich. Sprecht mit der Diana Feldmann. Der Diana Feldmann, ihre Tochter, die Susanna, wurde von einem Iraker vergewaltigt und danach zu Tode gewürgt. Sprecht mit der Ramona, ihre Tochter wurde von 2 Afrikanern vergewaltigt. Sprecht mit der Christine Heinz, sie wurde von einem Kurden über Stunden brutal vergewaltigt. Sprecht mit der Lorina Seiler, ihre Tochter wurde auch von einem Syrer vergewaltigt und hat seitdem 2 Selbstmordversuche unternommen. Und dann werdet ihr erkennen, ihr Realitätsverweigerer, dass ihr schuldig seid. Denn alle, ausnahmelos alle, die diese Zustände fordern und fördern, sind schuldig. Alle, die wissentlich schweigen, sind schuldig. Ihr alle seid schuldige Heuchler. Und nicht nur diesen schweren Weg geht der Carsten Hempel. Der Carsten Hempel geht auch noch zu anderen Opfern dieser gnadenlosen Einwanderungspolitik und bietet ihnen seine Unterstützung an. Er spricht mit ihnen und hilft ihnen. Wie können wir jetzt dem Carsten Hempel helfen? Wir können ihm helfen, jeder auf seine Art. Wir können im Netz alles über den Fall verbreiten und können ihm helfen, dass er nicht vergessen wird, so wie die ganzen anderen Opfer dieser gnadenlosen Einwanderungspolitik. Und wir können ihm helfen mit Spenden. Jetzt wird eine Kontonummer von 1% eingeblendet, die dem Carsten von Anfang an beistehen. Dieses Geld, das auf dieses Konto gespendet wird, kommt Carsten Hempel für seinen Kampf zugute. Ihm hilft auch noch der Thomas Höse, der Oliver Kirchner und der Mario Lehmann von der AfD Sachsen-Anhalt. Auch andere Berichte wie ein Kompakt und andere, die wo ihm helfen. Der Carsten empfindet es auch noch als wichtig, das hat er mir extra gesagt, dass er nicht ausschließlich für die Gerechtigkeit für seinen Sohn kämpft, sondern er kämpft für ganz Deutschland. Und was ihm das Allerwichtigste ist, genauso wie mir: es geht um die Zukunft unserer Kinder.